Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und wie ihr seht ihr noch nicht viel in meinem Gesicht. Das heißt, wir werden es heute gemeinsam fertig machen. Es gibt heute ein Get Ready With Me mit neuen Produkten. Und ja, wir werden uns heute gemeinsam ein bisschen fertig machen, ihr Lieben. Wenn ihr Bock habt zu sehen, was wir so heute alles benutzen werden, bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr es nicht getan haben solltet, lasst mir gerne ein Abo da. Das könnt ihr gerne hier unten kostenlos tätigen. Aktiviert gerne die Glocke und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Damit tut ihr mich ganz lieb. Unterstützen. Ja, meine Lieben, ich habe mir jetzt einmal die Haare nach hinten gemacht. Es ist so unfassbar warm. Deswegen seht ihr auch, bin ich auch schon ein bisschen rot im Gesicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich mich gerne nämlich mit euch gemeinsam heute fertig machen mit neuen Produkten, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Das machen wir nämlich heute gemeinsam und ich werde starten mit meiner Skincare, ihr Lieben. Wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich die Produkte von Yupoda unter anderem sehr, sehr gerne mag. Und da gibt es wieder was Neues, was die rausgebracht haben, was ich seit einigen Wochen nämlich auch schon benutze. Ihr wisst das, wenn ihr mir länger folgt, dass ich Eyepatches total liebe unterm Auge. Gerade auch, ihr seht das ja, bei mir ist immer ein bisschen geschwollen unter den Augen, gerade morgens so wie jetzt. Und auch mit Augenringen habe ich immer wieder zu kämpfen. Da gibt es ein richtig cooles neues Produkt von Yupoda, nämlich der The Deep Puff, ja, Espresso, genau, Patches. Der Name ist richtig cool, Espresso, denn es ist Koffein mit enthalten, es ist Ringelblütenextrakt mit enthalten und auch grüner Tee. Das bewirkt natürlich, dass eure Augen, ja, die Schwellungen werden ein bisschen gemildert. Es wird, ja, gegen die dunklen Augenringe entgegengewirkt und natürlich auch gegen die kleinen Fältchen, die natürlich durch den Feuchtigkeitsverlust entstehen. Das Coole ist, ihr habt hier super viele auf Vorrat, das heißt, ihr habt immer welche im Haus. Super praktisch und die lassen sich richtig schön, ja, auftragen, weil die sind nicht so dick. Das finde ich richtig toll. Die rutschen nämlich dadurch auch nicht. Also zumindest bei mir nicht. Finde ich super angenehm unterm Auge. Und ich dachte, ich lasse die auch direkt jetzt unterm Auge, wenn wir uns gleich fertig machen. Denn ich möchte auf jeden Fall auch meine Augen heute mit euch gemeinsam schminken. Also die sind wirklich ganz easy aufzutragen, richtig schön kühlend, hat einen richtig, ja, würde ich sagen, erfrischenden Effekt. Gerade meine Augenpartie, ja, wisst ihr, ich habe da nicht so große Augen, dann brauche ich das gerade morgens. Also ich könnte es natürlich auch tagsüber benutzen, aber ich mache das super gerne morgens. Und auf jeden Fall ist das Gute, dass die so super dünn sind, dass ihr die ganz leicht auftragen könnt. Und das Tolle ist, dass ihr, wenn ihr aktuell bei Yupoda bestellen solltet, nicht nur mit meinem Code MARY20 20% auf eure Bestellung bekommt, sondern ihr könnt auch noch beim Mindestbestellwert von 69 Euro bis zum 31.08. etwas gratis bekommen. Und zwar The Mist Have. Das ist eine kleine Mini-Größe, perfekt für die Handtasche oder aber auch für die Reise. Eins meiner Lieblingsprodukte, wie ihr wisst, weil es erfrischt richtig schön. Und gerade jetzt in der kalten, also in der warmen Zeit, ist es ein kleiner frischer Effekt. Ich liebe es einfach und benutze es auch ganz gerne manchmal zum Make-up fixieren oder aber auch einfach so ein bisschen die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Es riecht super gut nach Lavendel, kann ich euch sagen. Bis zum 31.08. bekommt ihr das als Goodie da drauf. Und ja, auf jeden Fall haben wir damit nämlich auch schon unsere Haut so ein bisschen erfrischt und auch ein bisschen vorbereitet, ihr Lieben, denn ich würde gleich direkt gerne starten mit dem Augen-Make-up zumindest. Bevor ich das mache, werde ich aber noch ganz kurz meinen Sonnenschutz auftragen, gerade aktuell aufgrund der Wärme und der Sonne, ganz wichtig, denkt da bitte dran, bei Yupoda gibt es einmal einen 30 SPF Sonnenschutz und auch einen 50 SPF Sonnenschutz. Ich trage immer gerne den 50er auf. Ihr seht da, ich habe Rötung, ich habe Pigmentflecken und damit das Ganze nicht verschlimmert wird, ja, muss ich da auf jeden Fall entgegenwirken und trage mir immer so ein bisschen auch als Primer-Ersatz ja immer so ein bisschen den Sonnenschutzfeuer vor dem Make-up auf und bin dann immer gut versorgt, ihr Lieben. Das mache ich jetzt einmal, ja, hinter der Kamera und dann bin ich gleich zurück und wir schminken unsere Augen. Ja, ihr Lieben, solange jetzt die Augenpatches auch unter meinen Augen wirken, werden wir unser Augen-Make-up machen, denn ihr wisst das ja, so 15 Minuten lasse ich die immer ganz gerne drauf und dann ziehe ich die immer ab und gerade in der Zeit kann ich immer super gut meine Augen schminken. Danach ist eure Haut auch richtig schön gepflegt unter den Augen. Deshalb starten wir jetzt auch direkt mit dem Augen-Make-up. Ich trage auch keinen Primer heute auf, habe ich mir gedacht, denn ich möchte unbedingt die beiden neuen Lidschattenpaletten von Avon ausprobieren. Die Soul of Water und die Energy of Fire. Das sind ja zwei wundervolle Paletten, die ich vor kurzem zugeschickt bekommen habe von Rouge Republics. Ja, vielen lieben Dank auch an dieser Stelle auch nochmal, dass ich die ausprobieren darf. Das ist einmal die Volume 1 Edition. Das sind richtig coole Farben drin. Einmal die Fire-Version mit diesen warmen Tönen. Und dann haben wir noch die Water-Version. Die hat natürlich, wie der Name schon sagt, so ein bisschen frischere Töne mit drin. Ich werde gucken, dass wir das ein bisschen miteinander kombinieren. Denn ich möchte natürlich auch noch ein weiteres neues Produkt ausprobieren, was ich mit euch gemeinsam noch nicht getan habe. Ein Produkt aus der Drogerie von Reval Loves Me Galaxy bei Maxime, dieser wundervolle neue Eye Glaze, von ja so viele gerade schwärmen. Ja, diese Glitzerbombe, die werden wir heute auch ausprobieren. Ich bin gespannt, mir macht sie ein bisschen Angst, aber wir werden das Ganze natürlich gemeinsam ausprobieren. Deswegen bin ich auch ein bisschen näher gekommen, ihr Lieben. Ich würde gerne erstmal mit
dem normalen Augen-Make-up-Look starten und ich habe mir gedacht, da werden wir jetzt erstmal, wie ich auch immer meine Augen schminke, mit einem Braunton starten. Und da haben wir ja in dieser Palette auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Einmal diese hellere Ton, so ein bisschen für die Crease, und das werden wir dann fürs ganze Auge nehmen, habe ich gedacht. Und ja, wir werden einen nicht so krassen Look schminken, denn ich möchte auf jeden Fall auch gleich den Glitzertopper noch auftragen, den Eye Glaze vom lieben Maxim. Deswegen gehe ich erst in den Ton, ich weiß nicht, haben die Farbbezeichnungen, ich sehe gerade, haben die nicht. Wir gehen also einmal in die Crease mit diesem Ton und dann werden wir das auf das gesamte Augenlid geben. Ich habe von Ava, muss ich dazu sagen, schon lange nichts mehr gehabt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, meine Mutter war sogar selber mal Ava-Vertreterin im Direktvertrieb neben ihrem normalen Job. Und ich muss sagen, als ich damals jung war, habe ich immer mal wieder von ihr auch Sachen ausprobiert und fand die auch gut. Ich kann gar nicht sagen, warum ich in den letzten Jahren so ein bisschen davon abgekommen bin. Natürlich durch die Drogerieprodukte, die extrem sich verbessert haben, aber natürlich auch ja aufgrund der Bandbreite, die wir gerade an Produkten in Deutschland mittlerweile haben. Ob es bei Sephora oder bei Douglas ist, es ist einfach so krass, was für Produkte wir aktuell haben. Und ja, deswegen fand ich das ganz cool, so die Möglichkeit mal zu haben, mal wieder etwas auszuprobieren. Denn ihr seht das, das ist einmal dieser helle Ton gewesen, der hat ganz gut funktioniert. Und dann gehe ich nämlich mit dem gleichen Pinsel einmal in den dunkleren Braunton und den gebe ich mir nämlich auf das gesamte Augenlid. Ich möchte das genau ganz natürlich halten und werde mal gucken, was ich da noch so reinmische gleich. Aber das ist schon mal, finde ich, ja, als Basis ganz gut. Das ist halt ein sehr natürlicher Look, aber wir werden ja auch gleich noch ein bisschen Glitter drauf geben. Vielleicht nehme ich doch noch eine dunklere Farbe aus einer anderen Palette, aber an sich finde ich das schon ganz, ganz cool. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das ist eine sehr schöne Palette für den Alltag, finde ich. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen Fallout, da müsst ihr ordentlich abklopfen. Dieser Goldton ist auch richtig schön. Vielleicht gehen wir den uns gleich in den Augeninnenwinkel. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen von der Soul of Water ja, Reihe benutzen. Und die Palette ist natürlich mit ihren Tönen ein bisschen frischer, wie man sieht. Wir werden auf jeden Fall gleich was, ich glaube, wir werden den Blauton heute mal ausprobieren. Und den geben wir uns unterm Augen, genau, unter den Wimpernkranz am unteren Auge. Und das machen wir jetzt auch direkt. Und dann gebe ich mir vielleicht von dem helleren Ton, nehme ich ein bisschen was, auf den, genau, in den Inner Corner. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Ich gehe erstmal in diesen wundervollen Türkisgrau, ja, Türkisgold. Nicht, hat der Goldreflexe? Nö, hat er nicht. Auf jeden Fall gehe ich in dieses Blau-Türkis, was eine wundervolle Farbe ist. Wir werden auch gleich die Farben mal swatchen, aber die Farbe ist schon mal super intensiv. Und ich finde, dass ich Blau wirklich viel zu selten trage, wobei ich Blaues eigentlich sehr gerne mag. Denn ich finde, dass das meinen Augen ganz gut tut mit dem Braun. Und wie man sieht, ist das wirklich so, dass es ein bisschen ins Türkis geht, obwohl er im Pen sehr blau aussieht. Bei mir wirkt er relativ türkis. Und ja, den gebe ich mir auf jeden Fall im unteren Wimpernkranz entlang, damit das so ein bisschen als Eyecatcher dient. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Farbe. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ihr Lieben. Und dann werden wir uns diesen helleren Ton, der mit da drin ist, dieser, ich würde sagen, silbrige Ton, den gebe ich mir dann in den Augeninnenwinkel. Und werde dann nämlich damit quasi unser Auge ein bisschen highlighten. Wir könnten jetzt auch den Goldton nehmen. Oh, der ist aber wirklich sehr hell. Den goldeneren Ton nehmen, der in der anderen Palette ist. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem Blau. Das ist so ein bisschen aquamäßig aussieht. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich möchte auf jeden Fall gleich noch den Ton von Maxim ausprobieren. Es wird halt heute ein ganz schneller Look, weil, wie gesagt, ich will gleich noch ein bisschen raus, bin gleich noch ein bisschen unterwegs. Es wird zwar ein glitzernder Look, aber ich möchte den dieses Mal nicht so dunkel halten, wie meine Looks, die sonst immer sind. Ich bin auch gespannt, ob das jetzt einfach so halten wird oder ob ich dafür einen Primer brauche. Also, die Farbe ist die 01 Unapologetic. Der leichte, ultraglänzende Eye Glaze setzt faszinierende Schimmerakzente. Das werden wir natürlich ausprobieren. Aus dem Grund habe ich auch heute meine Wimpern abgemacht. Ich trage meine Wimpern mittlerweile, weil ich diesen intensiven Kleber habe, bis zu 5 Tage. Aber um euch das ganze Ergebnis auch mal so zeigen zu können, habe ich die Wimpern abgemacht und werde das Ganze nämlich euch jetzt mal damit zeigen. Gott. Macht mir echt Angst. Es fühlt sich sehr stückig an. Also wie ihr seht hier, es fühlt sich sehr, sehr stückig an. Ich hoffe, ich bekomme das heute Abend abgeschminkt. Und dann gebe ich mir das einfach wie so ein Tupfer auf die Augenmitte. Ja, ohne Primer. Also das ist schon mal sehr stark. Ich habe gedacht, ich müsste so ein Glitter-Primer dafür nehmen. Aber das funktioniert eigentlich auch so. Gut, dass ich die Eyepads drauf habe, aber denn die tun natürlich auch das Glitter, was ich verliere, so ein bisschen auffangen. Oh, wow. Ja, es wird schon ein Disco auf dem Auge.
Also mehr möchte ich jetzt nicht machen, weil, wie gesagt, ich möchte gleich noch ein bisschen raus. Die jonglieren auch, was ich richtig cool finde. Erst dachte ich im Pen, dass die wirklich so sehr silbrig sind. Aber ich finde, die haben auch so Goldreflexe. Seht ihr das? Auf meinem Auge wirkt es sehr golden. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, gefällt mir gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Also der Glitzertopper, wir werden jetzt auch mal ein bisschen was swatchen. Also ich habe jetzt gerade mal einmal reingelangt. Ihr seht das. Oh mein Gott. Also ich muss echt sagen, dass das sehr, sehr intensiv ist, dieses Eyeglaze. Man kann es, oh doch, man kann es auch swatchen. Ihr seht ihr das? Und auch auf meinem Handrücken, finde ich, wirkt es sehr golden. Wobei es hier sehr silbrig wirkt. Das ist echt sehr krass. Das wirkt auf jeder Haut vielleicht auch anders. Aber ich finde, dass es hier sehr golden wirkt. Interessantes Produkt und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Ich werde auch gleich das zweite Auge ja, hinter der Kamera schminken, damit das Video nicht zu lange wird. Wir werden natürlich auch noch ein paar der wundervollen Farben von Avon swatchen. Ich habe zum Beispiel jetzt diesen Ton und auch den Ton gar nicht benutzt. Aber dieses Hellblau und einmal dieses Grün. Finde ich auch sehr schön. Sind ein bisschen, ich würde sagen, das Ei sieht ein bisschen matt aus. Hat vielleicht so ein Satin-Finish. Ja. Hier sind dann einmal die beiden Töne, auf jeden Fall sehr farbintensiv. Die Paletten sind wirklich von der Intensität her ziemlich intensiv. Ja, schöne helle Töne, diese Palette. Und die Energy of Fire werden wir natürlich auch noch swatchen. Da muss ich jetzt nur mit dem anderen Finger einmal rein. Da werden wir nämlich jetzt nochmal in den Goldton gehen und in diesen Rostton. Also die Farben, die ich jetzt benutzt habe auf dem Auge, die swatche ich jetzt euch nicht nochmal. Oh ja, der Goldton ist auch wunderschön. Hier haben wir dann einmal. Oh, da war was Dunkles mit unter meinem Finger. Genau. Könnt ihr es einmal sehen? Der Goldton ist auch richtig, richtig schön. Der gefällt mir auch richtig gut. Wundervolle Paletten. Also kann man wirklich auf jeden Fall machen. Das Schöne ist, sie sind schön kompakt. Das heißt, falls ihr in Urlaub fahrt oder so, dann habt ihr immer wirklich schöne kompakte Paletten dabei. Das gefällt mir ja eigentlich auch immer richtig gut. Das sind auf jeden Fall die Swatches dazu. Und das Augen-Make-up, das reicht für mich schon völlig aus. Ihr seht, dadurch, dass wir jetzt dieses Glitzer aufgetragen haben, haben wir natürlich Party auf dem Auge. Deshalb möchte ich auf jeden Fall das zweite Auge zu Ende schminken. Ich möchte es heute so ein bisschen für euch abkürzen. Weil ich weiß, ihr guckt gerne meine Schminkvideos, aber ich möchte es nicht zu lang halten. Deswegen werde ich das zweite Auge schminken. Ich werde mir einen Eyeliner ziehen, ihr Lieben, und auch meine Lieblingswimpern wie immer draufkleben. Und dann bin ich zurück mit ja, mit dem nächsten Step und dem Concealer. So, meine Lieben, ich bin zurück, habe die beiden Augen zu Ende geschminkt, denn ich habe noch einen Eyeliner gezogen und ich habe auch noch Wimpern aufgetragen. Und bei der Avon-Serie hatte ich auch noch zwei Eyeliner dabei, die habe ich jetzt echt total vergessen. Ich hätte davon gern doch noch einen aufgetragen. Ich habe jetzt einen schwarzen Eyeliner gezogen, aber da gibt es auch aus der gleichen Kollektion nämlich noch diese wundervollen Graphic Liner, einmal in diesem Braunton. Das swatche ich euch auch einmal, auch ein sehr schöner Ton, hätte auch gut zum Augen-Make-up jetzt gepasst. Das andere ist ein richtig schöner Türkiston, dadurch, dass wir jetzt unten schon Türkis gezogen haben. Ich werde das versuchen noch so ein bisschen. Ich habe zwar ja Lidschatten ja quasi unterm Auge aufgetragen, aber mal gucken, ob wir das noch ein bisschen intensivieren können mit dem Stift. Denn das ist eine schöne Filzstiftspitze. Ja, das ist ja noch ein bisschen türkiser wirkt und das macht es das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die auch waterproof sind, wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Liquid Liner Blue Waves heißen die, genau. Also der blaue ist jetzt der Blue Waves. Guck mal gerade, ob der, damit ich euch nichts Falsches sage. Nee, waterproof ist der aber nicht. Also ihr kriegt den gut ab. Wo ich mir ein bisschen Sorge mache, ob ich es gut abbekomme, ist auf jeden Fall das Produkt von Maxim, dieses Eyeglaze Produkt, weil ja, das sieht auf jeden Fall krass aus. Dafür, dass ich einen dezenten Look haben wollte, ja, es ist doch ein bisschen eskaliert, aber ja, was soll man machen? Es sieht trotzdem richtig, richtig schön aus. Ich würde jetzt gerne nämlich auch weitermachen mit meinem Concealer, ihr Lieben. Wir werden jetzt auch für die Augenpatches auch abmachen und dann könnt ihr auch mal sehen, wie schön das gewirkt hat. Ihr seht, ne, meine Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Es hat ein bisschen aufgepolstert. Und das Ganze sieht einfach viel, viel frischer aus. Ja, auf jeden Fall ist das mit diesem ja, quasi Gefäß auch cool. Dann habt ihr immer wirklich genügend da. Fühlt sich super an. Ich mag die total gerne benutzen aktuell. Und wie gesagt, wenn ihr die auch mal ausprobieren möchtet und euch die mal gönnen möchtet oder euch ein bisschen informieren möchtet, ich muss mal eben den Müll hier vom Weg tun, dann könnt ihr gerne mal bei ja, Yepoda gucken. Der Code ist für euch auch unten in der Infobox, nur damit ihr da einmal Bescheid wisst, meine Lieben. Denn bis zum 31.08. bekommt ihr auch noch bei der Bestellung ja, den Goodie dabei. Nur, dass ihr da einfach informiert seid. Ja, und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Ihr seht, die Partie ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Die Haut ist vorbereitet. Deshalb, wir machen jetzt weiter mit meinem Concealer. Und ich finde aktuell den Concealer, den ich euch letztens im She Glam Video gezeigt habe, richtig cool. Der ist relativ dickflüssig. Ja, das muss ich schon so sagen, ihr Lieben. Aber
Das Gute ist bei dem, dadurch, dass der sehr High Coverage ist, ich brauche nicht sehr viel. Und ich habe ja auch meine Rötung und so und ich finde, das funktioniert ganz gut. Die Farbe Almond, ich hatte mir zwei Farben bestellt. Die Farbe Almond passt ganz gut aktuell. Das könnt ihr einmal so hochschrauben und dann kommt da das Produkt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel rausgedreht. Und dann zeige ich euch auch, womit wir das setten. Ich habe übrigens den Eyeliner, den ich gezogen habe, mit meinem Essence-Eyeliner gezogen. Den liebe ich seit Jahren. Einer meiner absoluten Lieblingsprodukte aus der Drogerie. Und die Wimpern sind wie immer meine Lieblingswimpern von der Marke Ardell. Das sind die 860er. Jetzt machen wir weiter mit dem Concealer, ihr Lieben. Davon werde ich vorsichtig auftragen, denn der ist sehr, sehr high coverage. Und dadurch, dass ich die Patches drauf hatte, ist es echt mit dem Glitzer auch minimal nur passiert, dass mir das hier runtergebröselt ist. Sonst hätte ich wahrscheinlich auf dem ganzen Gesicht den Glitzer. Ich mache erstmal nicht so viel da drauf, um zu gucken, wie das Ganze so ausreicht, weil der ist wirklich sehr dick, der sehr dickflüssig und sehr, sehr krass abdeckend. Aber dadurch, dass ich keine Foundation tragen werde, gleich werdet ihr sehen, was für einen schönen Look das macht. Ich werde das Ganze einmal verblenden und dann ja, setten wir das gleich zusammen. Tolles Haut. Ihr Lieben, ihr seht, was für ein tolles Hautbild der macht. Natürlich auch dadurch, dass ich ja vor die Eis. Ihr Lieben, ich bin zurück. Ich habe das Ganze jetzt einmal richtig schön verblendet. Habe auch nicht mehr nochmal nachgelegt. Und ihr seht, wie intensiv das Ganze wirkt. Meine Rötungen sind gut abgedeckt. Natürlich auch dadurch, dass ich unter dem Auge den Eyepatches drauf hatte von Yepoda, wirkt das Ganze natürlich auch richtig schön glowy jetzt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir werden das Ganze jetzt natürlich setten. Also, falls ihr da nachschauen möchtet, in meinem letzten SheGlam-Video habe ich euch den verlinkt. Den bekommt ihr aktuell bei der Shein-Seite. Und da bekommt ihr ja auch die Prozente drauf. Das wisst ihr, die mit meinem Shein-Rabatt. Code. Das ist der Perfect Skin High Coverage Concealer in der Farbe Almond, also quasi Mandeln. Ich hatte noch einen anderen Farbton, der war mir ein bisschen zu hell, aber der Farbton passt perfekt. Zum Setten unterm Auge nehme ich ein Produkt, was ich auch im Urlaub dabei hatte und das ist für mich wirklich aus der Drogerie mit eins der besten Puder. Das ist von Essence The All About Matte Puder. Ich habe zwar auch aktuell den von SheGlam benutzt, den ich sehr, sehr liebe, aber das ist wirklich ein Produkt, was ihr in der Drogerie auch bekommt, was sehr gut ist. Denn es ist wirklich ein schön mattierendes Puder. Ihr könnt es natürlich auch fürs ganze Gesicht nehmen. Das mache ich aktuell schon ganz gerne, weil es einfach so super warm ist, um einfach nicht so ja, schnell zu ölen, dadurch, dass ich eine Mischhaut bin. Jetzt seht ihr auch direkt den Effekt. Ich habe echt nicht viel reingetunkt und gehe dann einfach so ein bisschen mit diesen ja wundervollen kleinen Schwämmchen, die bekommt ihr auch bei SheGlam und einfach entlang der Haut und das sieht schon immer direkt abgepudert aus. Ein bisschen gebe ich mir auch hier vorne noch mit drauf und pudere das einmal alles ab. Genau, gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Mehr mache ich jetzt auch gar nicht, ihr Lieben, denn es ist einfach super warm und ich werde jetzt auch nicht mehr ja, nichts anderes nehmen, um mal irgendwie noch abzupudern, sondern ich finde, dass das völlig ausreicht und werde jetzt noch ja, den Bronzer auftragen, ihr Lieben. Als Bronzer, da mag ich momentan auch super gerne ja, zwei Produkte, die ich auch seit Jahren in Benutzung habe und zwei Produkte aus der Drogerie auch. Zum einen ist das der, ich habe ihn sehr gut vorbereitet, wie ihr seht, für das Video. Einmal der City Bronzer von Maybelline, ihr Lieben, und einmal von Sleek ein Produkt. Die nehme ich immer zum Bronzen und das Sleek-Produkt nehme ich immer zum quasi Konturieren, weil das ein bisschen anders ist von der Farbstruktur. Ich muss auf jeden Fall mir bald ein neues bestellen oder auch beim Müller kaufen. Und der ist relativ warm, der ist sehr, sehr gut, finde ich, als Bronzer geeignet. Den werden wir jetzt dann einmal quasi zum Aufwärmen der Haut benutzen. Ich mache nicht viel, weil wie gesagt, es ist ohnehin sehr warm. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen geschminkt aussehen. Wie ihr seht, sehen wir das hier auch aus. Genau. Und auch hier unten entlang ein bisschen eingeben, so ein bisschen on the jawline. Und auch hier. Und was ich halt dann vom Konturieren immer ganz gerne nehme, ist dann das Produkt von Sleek. Das ist nämlich das Face Kit, Face Contour Kit in der Farbe Medium, ihr Lieben. Und da gehe ich mit dem gleichen Pinsel rein. Das ist, finde ich, jetzt nicht schlimm, weil davon nehme ich ja jetzt nicht so viel, sondern wirklich nur, um so ein bisschen hier die, ja, die Kinn, nicht die Kinn, sondern die Wangenpartie zu betonen. Das hatte ich auch im Urlaub ab und zu benutzt. Ich habe zwar die NYX-Palette auch dabei gehabt, die ich auch super gerne mag. Aber dann, wenn ich, als ich sehr braun war, fand ich dieses Konturprodukt doch ein bisschen passender. Ja, seht ihr das? Reicht schon völlig aus. Ich habe keine Foundation drauf und kein weiteres Puder drauf. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Dann würde ich nämlich euch auch, ja genau, mein Lieblingsprodukt, also
einer meiner Lieblingsprodukte im Bereich Rouge auch zeigen. Ich habe so viele Blushes, Rouges. Ja, ich kann mich da echt kaum entscheiden. Aber das mag ich momentan auch ganz gerne. Das ist auch von Chiglam. Das ist das genau, Lightweight Matte Blush in der Farbe Scrolling. Das ist ein richtig schöner, ja, ich würde sagen Rostton. Aber auf dem Gesicht wirkt er ein bisschen peachy. Das mag ich ganz gerne. Oh, das war schon fast zu viel, wie ihr seht. Ist sehr intensiv pigmentiert. Dürft ihr echt nicht zu viel von nehmen. Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben. Das werden wir natürlich ein bisschen mit ja, einem Pinsel ausgleichen. Genau, hier seht ihr das Ganze einmal dann ausgeglichen. So. Und was ich auf jeden Fall noch ausprobieren möchte mit euch gemeinsam, ist auch ein Produkt von Maxim. Und zwar, das fanden, glaube ich, auch richtig viele von euch richtig gut. Ich hole mal auch mal direkt einen Pinsel dazu. Und zwar von ihm, von der Rival Loves Me Reihe, der Skin Enhancer. Ich muss sagen, als ich den mir angeguckt habe, dachte ich, ja, ist okay. Es wird jetzt kein Highlighter werden, den ich wahrscheinlich viel benutzen werde, aber ich habe ganz viele Mädels gesehen, die den aufgetragen haben und da hat es mir wieder richtig gut gefallen. Das ist der hochpigmentierte Highlighter in der Farbe 01 Level Up. Der ist noch nicht benutzt, aber ich finde, dass, das muss ich jetzt mal einfach als kleinen Kritikpunkt sagen, bei mir sitzt das Fändchen nicht richtig. Also, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Seht ihr das? Hier ist ein Spalt offen. Das ist nicht so gut reingeklebt. Ja, dadurch, dass es verschlossen war, was ja auch gut war, konnte ich das nicht sehen. Und auch so die, das ganze Produkt an sich da drin sieht so ein bisschen uneben aus, seht ihr das? Aber ist halt auch dafür ein günstiges Produkt gewesen. Trotzdem ein wunderschönes Produkt. Ich mag das, dass das mit den Sternen und den Monden ist. Das finde ich auch richtig süß gemacht. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall gerne den auch gemeinsam mit euch ausprobieren. Ich habe den noch nicht auf dem Gesicht ausprobiert, sondern nur geswatcht bis jetzt. Deswegen ist für mich auch Premiere jetzt. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr nehmen. Ja, also für meinen Hautton ist der schon fast zu dunkel, ihr Lieben. Also ja, also bei mir sieht man es fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den seht, aber ja, ja doch. Man sieht ihn, aber er ist jetzt kein so wawawum ins Gesicht Highlighter. Aber ist ein schöner Ton. Der passt ganz gut auch jetzt zu dem Blush, den ich drauf habe. Ja doch, man kann ihn ja auch aufbauen. Ja doch, jetzt wo ich ihn aufgebaut habe, gefällt er mir schon. Sieht ein bisschen aus wie von MAC, der Soft and Gentle. Auf jeden Fall ein Highlighter, der nicht so krass ist. Definitiv ein schönes Produkt, gefällt mir gut. Werde ich auf jeden Fall weiter ausprobieren. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall auch mal zu den einzelnen Produkten unten in die Infobox in die Kommentare schreiben, ob ihr schon welche von den Produkten habt, ob ihr die schon ausprobiert habt. Das würde mich natürlich auch interessieren, ihr Lieben. Das ist das, was ich nämlich noch im Bereich Gesicht anwenden wollte. Ich habe auch noch was im Bereich Lippen. Und zwar hatte ich von Avon ja auch zwei Produkte im Bereich Lippen zugeschickt bekommen. Also nicht von Avon, sondern von Rouge Republic. Und zwar einmal Multi-Use Gloss von Avon in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Crystal, Pink Crystal, den werden wir natürlich ausprobieren gleich, und dann noch mal einer in einfach einem ja genau klaren Crystal Clear, steht auch drauf. Ich finde, das kann man immer gut zum Toppen nehmen, aber dadurch, dass ich ja jetzt wirklich schon viel auf den Augen habe, möchte ich wirklich die Lippen auch ganz dezent halten. Ich muss mal eben gucken, wie das Ganze funktioniert. Und das bei dem ist das Coole, das ist ein Multi-Use Gloss, das heißt, ihr könntet ihn als quasi ja, als Glossy auf die auf den Lidschatten packen. Ihr könnt es für die Wangen benutzen, zum Beispiel als Highlighter. Also es ist ein bisschen crazy, das Produkt, aber ich werde es wirklich nur für die Lippen ausprobieren. Ich hoffe, ich kriege es auch auf. Ja, jetzt ist es auf. Und das Schöne ist, das ist wie so ein Silikon Applikator. Das ist natürlich auch super hygienisch. Ihr könnt das natürlich dann auch super abwischen und so weiter. Jetzt drücke ich mir das Produkt raus. Das sieht echt so ein bisschen grün aus, changiert, wie ihr seht. Den gebe ich mir da einmal auf die Lippen. Oh, doch, pink. Tatsache. Ja, ein schöner, klarer Gloss mit so ganz leichten pinken Elementen. Ja, und das mit dem Applikator fühlt sich wirklich gut an. So ähnlich wie die Harry Potter Glosse. Ist aber komplett geruchslos, ihr Lieben. Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Produkt. Ich weiß nicht, ob ich es auch fürs Gesicht ausprobieren werde, aber für die Lippen werde ich den definitiv weiter benutzen. Macht auf jeden Fall ein sehr schönes Lippengefühl. Richtig schön seidig, überhaupt nicht klebrig, null klebrig. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Das heißt, ich bin jetzt auch ready, ihr Lieben, und kann los. Könnt mal gerne sagen, was eure Produkte, Lieblingsprodukte zu diesem Look geworden sind.
Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben und auch, ob ihr ein paar der einzelnen Produkte auch schon in Benutzung habt. Darüber würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen können. Und ja, wünsche euch natürlich noch einen wundervollen Tag und hoffe, dass wir uns im nächsten Video gemeinsam munter sehen. Bis dahin, macht's gut!